Wir stellen euch heute den Kickstarter zu dem Spiel Ecosphera vor. Ecosphera ist ein kooperatives Deckbuilding-Spiel von den Autoren Albert, ich sag's jetzt mal auf Deutsch, Pinilla und Julia Johansson. Also sie wohnen zumindest beide in Finnland. Ob sie auch aus Finnland kommen, weiß ich nicht. Tut aber auch nicht zur Sache. Ja, wir haben das Spiel bekommen in Essen im Oktober. Und ja, das wird demnächst auf Kickstarter starten. Ich werde wie immer einen Kickstarter-Preview-Link unten in die Videobeschreibung packen. Ansonsten gucken wir uns das Spiel jetzt einfach mal zusammen an, damit ihr beurteilen könnt, ob es was für euch sein könnte. Ja, und die Annika ist auch wieder am Start. Ja, moin. Ja, im Grunde versuchen wir hier durch unsere Elemente, die wir hier aufgereiht haben, die Pflanzenwelt und die Pilzwelt wieder aufzufrischen, zu erneuern und dann zusammen in Kombination mit den Tieren, die wir hier oben sehen, neue Biotope zu schaffen und Tiere wieder auszuwildern und dadurch die Natur wieder ein bisschen Ein bisschen zu retten, um das ein bisschen, okay, auf eine andere Ebene zu gehen. Wir wollen die Umwelt, wir wollen die Welt wieder retten. Genau, ja, das ist einfach so ein bisschen so die Geschichte. Wir haben jetzt hier die Karten rausgesucht, die schon fertig sind. Wir werden jetzt im Laufe des Spiels Karten sehen, die vom Design eher unansprechend sind. Genau, zum Beispiel. Wobei, es hat auch was, aber es ist so natürlich schöner. Ja, das sind natürlich nur die Prototypkarten. Also die werden natürlich auch alle noch schön und ich glaube, die werden wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen überarbeitet. Ja, ich glaube schon. Ja. Genau. Also lasst euch davon nicht abschrecken. Ja, und wichtig zu sagen ist, dass es wirklich kooperativ ist. Das heißt, es macht wirklich Sinn, sich bei jedem Schritt abzusprechen und zu schauen, ob man sich Karten hin und her tauschen kann. Damit was man wir auch, im ersten Spiel gar nicht eigentlich. Nee, haben wir, also wir haben es versucht, ein bisschen, und wir haben dann gemerkt, es macht schon definitiv Sinn, sich wirklich, ja, wirklich abzusprechen einfach. Und das vereinfacht dann einiges. Ja, also wir haben hier, wie gesagt, wir haben hier die Elemente. Wir haben hier die Tiere- und Pflanzenweltkarten und hier die der Tiere. Das sind Desasterkarten. Das wollen wir dann ganz zum Schluss erreichen. Das sind die Biotope, würde ich sie jetzt mal nennen, die dann zum Schluss aneinandergelegt werden, wenn man sie... Die sind nicht im Bild. Nee, sieht man nicht. Ich weiß nicht, wo sieht man sie das? Ich lege sie hier mal drüber. Ja. So werden die dann aneinandergelegt. Wenn man sie denn dann, wenn man es geschafft hat, die zu bekommen, und dann ergibt es halt so einen Kreis in 7 Stück insgesamt. Und wenn man alle 7 geschafft hat, hier zu bekommen, dann ist die Welt gerettet. Und wir haben vor allem auch das Spiel dann gewonnen. Das auch. Das sollte aber zweitrangig sein. Ja, genau. Und ja, wenn man hier diese 7 diese 7 Extinction Tiles bekommen hat, dann hat man halt verloren. Ja, jeder startet mit einem eigenen Deck, bestehend aus einer der Elementkarten jeweils und 2 Desasterkarten. Genau. Ja, wir decken dann 4 dieser Karten auf und es baut praktisch so aufeinander auf, dass man halt eben mit diesen Elementkarten Kombinationen versucht zu schaffen, dass man kann hier sehen, welche Elemente gebraucht werden, um diese Karten zu bekommen. Und wir versuchen mit den Elementen eben diese Karten hier zu bekommen und später dann aus Kombination dieser Karten dann hier die Tierkarten zu bekommen. Und mit Kombination dieser Tierkarten kriegen wir dann diese Teils hier. Also es ist vielschichtig. Genau. Ja. Dann haben wir noch hier diese 3 Token. Das sind halt so Special Effects. Das heißt, mit diesem Token kann ich der Antje Karten geben und sie kann mir halt mit ihrem Ding Karten geben. Hier können wir unsere Karten, also das Deck, eines dieser Decks wieder auffrischen und hier können wir mit dieser Karte, mit diesem Teil können wir noch eine extra Karte ziehen. Ja, was noch wichtig zu sagen ist, wenn wir jetzt hier 3 Elemente brauchen, zum Beispiel 2-mal Wasser, 1-mal Sonne und ich habe jetzt beispielsweise einmal Wasser und ich hätte jetzt theoretisch hier einmal, das wir tun mal so, als sei das hier Sonne. Dann schiebe ich die 2 hier hoch. Mir würde ja noch einmal Wasser fehlen. Das kann ich mir dann hier einfach dazu nehmen. Das geht immer nur einmal. Also nein. Nee, aber jetzt, du kannst hier nicht 2 nehmen.
Nee. Achso, nee, genau, ein extra Element. Ja, genau. Also es gilt nur für ein Element. Wenn ich hier 4 Stück brauche, ich habe alle 3 hier in meiner Kartenreihe, dann kann ich mir eines dieser Elemente dazu nehmen und dann kann ich die Karte nehmen. Und das Hochschieben an sich ist tatsächlich elementarer, als man denkt, weil man sonst wirklich den Überblick verliert, was man schon benutzt hat und was nicht. Und vor allem können die anderen keine Karten mehr mit einem tauschen, die man schon benutzt hat. Das heißt, man sollte da wirklich drauf achten. Ansonsten ist es wie in jedem anderen Deckbuilding-Spiel, wir erweitern unser Deck mit den Karten, die wir hier bekommen. Und am Ende sind wir natürlich darauf angewiesen, dass wir bei den 4 Karten, die wir ziehen, möglichst Kombinationen von Motiven finden. Das heißt, es kann natürlich immer passieren, dass ich das Pech habe, ich habe 2 zusammenpassende Motive und ziehe die halt aber nie zu viert. Das heißt, sie bringen mir nichts. Das heißt, je mehr ich von diesen Karten drin habe, umso wahrscheinlicher ist es natürlich, dass ich die irgendwann mal ziehe. Was blöd ist, diese Desasterkarten, ich hatte das gestern ein paar Mal, in dem Moment, wo ich sage, ich kann gar nichts machen, also nicht mal, indem ich mir eine Elementkarte dazu nehme, ich kann wirklich nichts machen, muss ich eine Desasterkarte nehmen. Das heißt, je mehr Desasterkarten ich drin habe, umso mehr können die mir natürlich das Deck dann verbauen. Sollte man auch vermeiden, geht aber manchmal nicht. Genau. Und wenn beziehungsweise man, kommt das Tauschen dann auch. Das ist der Grund, warum man viel kooperativ machen sollte. Und das, was du auch gerade gesagt hast, wenn ich jetzt hier diese 2 in meinem Deck habe, was halt wichtig ist, dass diese Symbole übereinstimmen, sodass man dann, also wenn ich jetzt hier diese Karte hätte und diese Karte hätte, dann kann ich die kombinieren und dann eben hier entweder diese oder diese Tierkarte, diese Tierkarte mir halt nehmen, weil die Symbole übereinstimmen. Wenn ich jetzt hier diese 2 da liegen habe oder diese 2, mit denen kann ich halt zusammen nichts anfangen. Und dann ist es halt einfach wichtig, wenn ich das hier bei mir liegen habe, dass ich dann schaue, ob vielleicht die Antje das gebrauchen kann, um mir das dann zu geben. Also das ist halt wichtig. Hier oben ist es ganz cool. Also wir haben hier einige Karten, wo wirklich die ganze weiße Reihe voller Symbole ist. Das heißt, je mehr Symbole ich im Angebot habe, umso höher ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass es mal mit irgendwas zusammenpasst. Ja, ich würde sagen, wir spielen das Spiel einfach mal an, ein bisschen. Ich sitze eigentlich hier, aber ich sitze jetzt hier und übernehme das mal. Ja. Okay. Soll ich mal anfangen? Ja, wer fängt an? Das ist, weiß ich nicht. Der als letztes eine Pflanze gepflanzt hat. Das bist wahrscheinlich du. Das denke ich auch. Das denken alle, ich wäre Gärtnerin. Oder hast halt viele Pflänzchen zu Hause. Wie es ist. Sieht man das jetzt überhaupt bei dir? Ja, sieht man. So. Ich gucke mir jetzt an, was kann ich hier anbieten. Die Sonne habe ich nicht. Ich habe keine 2 Wassertropfen. Ja, jetzt wird es nämlich schon Wassertropfen. Das geht auch nicht. Ja, jetzt habe ich nämlich schon ein Problem. Jetzt müsste ich eigentlich schon wieder sagen, ich kann nichts machen. Mhm. Ja. Könntest du mir jetzt was geben? Nee, ich bin ja gerade nicht dran. Ich kann dir gerade nichts geben. Du könntest mir aber gleich was geben. Toll. Das heißt, du kannst jetzt nichts. Du musst auf jeden Fall schon mal sicher eine Desasterkarte nehmen. Lässt das aber liegen offen. Das ist halt immer wichtig, weil dann kann ich nämlich jetzt schauen, falls mir was fehlt, dann kann ich nämlich von Antje was bekommen. Hier durch dieses Deck. Ich weiß gerade gar nicht, kommt die direkt ins Deck oder legen wir die erstmal zusammen? Nee, die kommt jetzt hier dazu. Hier in die Reihe einfach reinlegen, zack. Und dann, genau. Ich schaue jetzt, ob ich hier irgendwas machen kann. So richtig gut sieht es bei mir gerade ehrlich gesagt auch nicht aus. Also ich habe hier zum Beispiel... Ja, du kannst sie von mir vielleicht. Genau, gucke ich gleich mal. Also die Elemente sind übrigens hier, das ist Sonne, Wasser, Zeit, Luft und Erde. Und das noch mal bringt dir aber auch nichts von mir. Der Vollständigkeit halber. Das ist ein guter Start jetzt. Im Moment kann ich hier... Stimmt, das ist wirklich... Bringt ja nichts. Moment. Wir bräuchten die Sonne. Nee. Doch. Ja, aber die könnte ich mir ja dazu nehmen dann. Du könntest mir eine geben und ich nehme mir dann noch eine Sonne. Ich kann dir den Wassertropfen geben, dann nimmst du diese Sonne. Dann zum Beispiel. Oder ich könnte noch... machen wir das einfach erstmal so. Mhm. Dann schiebe ich jetzt hier das hoch. Du gibst mir das, musst deinen Teil da umdrehen. Das. Jo, weil du es ja jetzt benutzt hast. Und ich nehme jetzt noch die Sonne. So. Mhm. Und jetzt sieht man ja schon hier, ich lasse meins jetzt auch erstmal liegen, weil vielleicht brauchst du es dann ja gleich. Du kannst schon mal dein Kram hier nehmen wegpacken. Das Deck neu machen. Mhm. Ich habe jetzt diese Karte hier bekommen, lege die hier auch unten hin. Die ist jetzt noch nicht benutzt, das ist immer wichtig. Die Karte, die ich hier jetzt bekommen habe, die ist noch nicht benutzt. Toll. Und manchmal sind hier auch noch, hier sind manchmal auch noch hier diese extra Aktivitäten
dabei, die einem dann noch helfen können. Also hier, das sind die gleichen Symbole wie diese auf diesen Dingern. Genau, so kannst du jetzt was machen. Oh, du hast zwei Desasterkasse, schon mal nicht so gut. Ich bräuchte einen Wassertropfen, den kann ich nehmen. Genau. Und dann passt das gut. Brauchst du nichts von mir. Ablagestapel kommt dann hier hin. Also es ist wichtig, dass man halt ein bisschen sich abspricht, wie ich schon gesagt. Ja, mein nächstes Ziel ist jetzt hier im Grunde, dass ich eine zweite Karte finde, die eines dieser Symbole hat, damit ich die möglichst irgendwann zu zweit lege. Und sobald hier identische Symbole mal auftauchen, könnte ich mir in der oberen Reihe was nehmen. Oh, guck mal hier, die Biene ist hier irgendwie zu den Pflanzen. Das ist hier eigentlich so eine Karte. Hä? Da waren wir wohl nicht so. Wie kommt die denn hier rein? So, okay. Ich schaue jetzt hier, genau, du lässt liegen. Beziehungsweise jetzt könntest du mir, du könntest mir jetzt gerade nichts geben. Eben. Nur wenn jetzt hier dieses, das ist auch kein Tausch, sondern dieses Gebe-Symbol, weil wir tauschen nicht. Du kannst mir jetzt gerade nicht helfen, leider. Aber ich kann hier, ich kann mir das hier nehmen, indem ich mir hier die Zeit nehme. Die kommt hier dazu. Ich kann mir das nehmen, leg die hier hin. Das sieht man jetzt schon, das ist super. Das macht jetzt Sinn, damit könnten wir jetzt was anfangen. Und da kommt jetzt auch gleich eine Besonderheit dazu in den Regeln. Erstmal gebe ich dir jetzt erstmal diese Karte, so, das ist schon wieder hier. So, ich gebe das dir. Danke. In der Anleitung steht, wenn man diese Karte hier hat, sieht man das hier? Ja, mit dem Pilz, genau. Da kann man praktisch eine Stufe überspringen. So, wir haben jetzt, in dieser Kombination haben wir jetzt das Glück, wir brauchen jetzt nicht extra noch hier ein Tier zu nehmen vorher, sondern wir haben hier das hellgrüne Symbol davon und das hellgrüne Symbol hiervon. Das heißt, wir überspringen das hier. Genau, wir brauchen uns jetzt nicht extra noch ein Tier zu holen, sondern wir können hier gleich so ein Biomteil legen. Das kannst du jetzt gleich machen. Wohin denn? Naja, da, wo es Platz ist jetzt gerade, kann man jetzt nicht wirklich sehen. Ja, kannst du hier unten sehen. Okay, dann bist du dran. Mhm. Ja, dann mache ich das jetzt. Mhm. Lege ich mal einfach hier hin. Sehr schön. Und das ist schon mal nicht schlecht. Und dann hast dürfte du ich jetzt noch eine Elemente. Aktion machen? Ja, kannst du so viel machen, wie du kannst. Okay. Das, dann nehme ich mir doch noch so eine. Genau. Na gut, sieht man das? Ich lege es mal hin. So, dann kann ich mir noch die nehmen. Und die könnte ich dir geben. Nee, die könnte ich ja nicht. Wieso nicht? Geht jetzt gerade nicht. Okay, ich schaue mal, was ich machen kann. Bleibt das jetzt für das restliche Spiel umgedeckt? Das weiß ich nicht. Wenn du im Laufe des Spiels noch ein weiteres, also eigentlich immer, wenn man hier so ein Biome-Teil anlegen kann, dann kann man eines dieser Dinger kann man sich entscheiden, dass man es wieder umdreht. Das hätte ich doch dann jetzt machen können. Ja, du hast ja das benutzt, um das zu benutzen hier, oder? Oder ich weiß, du hast es benutzt. Du hast deins eben benutzt, um mir das zu geben. Genau, dann kannst du das umdrehen, ja. Mhm. Ja, so. Ich habe hier jetzt gerade das Ding hier liegen, damit kann ich gerade nicht so viel anfangen. Du hast die benutzt, oder was? Ja, ne? Mhm. Das heißt, du hast nur die Zeit übrig. Nur die Zeit. Aber die brauchst du nicht. Ich kann gerade irgendwie nichts machen, glaube ich, oder? Mhm. Ich habe die Zeit und die... Nee, das heißt, was ich jetzt mache, ich tausche die Zeile, hier diese Zeile. Ja, das ist gut. Tausche ich mal aus. Du mal, jetzt wäre es schon mal cool, wenn ich das hier kriegen könnte, weil ich hier so eins liegen habe. Was brauche ich dafür? Ich brauche Wasser. Naja, und das kann ich leider nicht. Das kannst du dir nehmen, indem du noch eins nimmst. Mhm. Ich nehme aber das, weil hier zwei Symbole sind. Das heißt, ich nehme genau die beiden und jetzt hier. Gut, bringt mir jetzt nichts weiter direkt. Vielleicht brauchst du ja noch hier irgendwie meine Zeit gleich. Okay. Fertig? Mhm.
Aber dafür kann ich die Zeit ergänzen, das ist gut. Ich nehme dann das, denke ich. Warte mal. Wäre halt cool, wenn du das jetzt hättest nehmen können und ich dir das hier irgendwie hätte geben können, aber ich kann es dir leider nicht geben. Doch, weil ich kann doch einen Wassertropfen nehmen. Ja, aber ich kann dir das nicht geben. Also ich kann dir das hier jetzt nicht geben. Aber ich kann dir doch das geben. Genau, kannst du nämlich machen. Doch mein Ding hier. Nee, und das ist ja hier auch drauf. Ach ja, abgebildet. Das heißt, du kannst mir das dann gleich geben. Oder erstmal. Ja, ja, nee, aber es bringt mir jetzt nichts, weil ich muss das ja wegmachen jetzt hier. Ich habe das ja nur liegen gelassen. Ja, das ist doch im Deck. Ja, im Deck, aber das ist ja Zufall, ob das gleichzeitig auftritt. Na gut, aber ich habe ja das Symbol überhaupt nicht. Okay, können wir machen. Gut, dann hast du das jetzt. Mhm. Und was hast du noch liegen? Die, nee, bei mir die Sonne. Okay. Dann. Aber ich kann es dir ja nur jetzt geben, oder? Ja, also jetzt gleich. Na, warte, ich. So. Hier. So, ich gebe es dir so einfach schon mal, ne? Ja. Das ist halt ganz cool, wenn man hier diese Symbole noch hat. Die helfen einem dann. Das ist halt extra, ne? Das heißt, ich lege hier zwei von mir. Plus das, was du mir gegeben hast. Na, guck mal, ich kann jetzt direkt mit den dreien hier das nehmen. Wenn mir das jetzt direkt was bringt, ist eine andere Frage, aber. Ja. Okay. Bin ich dran. Ich nehme mit denen. Muss ich jetzt oder kann ich irgendeinen nehmen? Nee, das wäre ja jetzt eigentlich wieder diese Kombination, dass man direkt dieses Ding bekommt, weißt du? Aber das bedeutet nicht, dass ich das nehmen darf. Ich habe also zwei Grüne. Ja, aber eigentlich, also ich weiß nicht, ob man den da nehmen kann, ehrlich gesagt, weil das ja diese. Also eigentlich hat es ja mit diesem Pilz. Der ist doch aber nur zweites Symbol. Ja, okay, dann. Ich mach's jetzt einfach. Du hast jetzt den Bär. Herzlichen Glückwunsch. Oder hier das Red Deer, das würde ich eher. Ach nee. Wieso? Das hat die gleichen. Das ist so Anzahl. Identisch, okay, ja. Okay. Ach so, das lege ich mir hier hin, ne? Direkt. Das legst du dir da hin. Dann habe ich nämlich hier das auch gleich. Ja, Moment. Warum? Aber das ist ja von den Pflanzen. Ach ja. Man muss halt gucken, das ist nur bei den Tieren. Okay. Ja, ja. Gut, okay, dann warte mal. Kann ich. Kannst du. Nee. Ich kann dir jetzt auch nichts mehr geben. Doch, du könntest mir doch die Zeit geben, oder? Aber ich habe doch. Ja. Das geht doch nicht. Ja, ja, das geht doch nicht. So. Oh. Oh, das ist eine nette Kombi. Oh ja, sehr gut. Ich nehme jetzt hier. Oh, das ist super gut. Und dann die Sonne. Oh. Und dann nehme ich mir das hier. Und dann könnte ich jetzt theoretisch. Dann bringt dir das jetzt hier gerade nichts. Kann ich dir jetzt nicht geben. Und brauchst du hier vielleicht mal eine Zeit? Nee, nee, ich bin bedient. Du bist bedient? Ja, stimmt. Hier sind ja zwei sogar. Ich nehme die und nehme die. Okay, warte. Das Plus hast du jetzt wieder. Nein, ich habe ja nichts. Du hättest eine Karte noch nehmen können. Du könntest jetzt noch eine Karte ziehen, theoretisch. Aber es bringt ja nichts. Von deinem Deck. Wo ist denn dein Deck? Ach so. Aber bringt jetzt nichts, weil du kannst ja nichts damit anfangen. Außer es ist noch so eine. Ja, das oder stimmt. Nicht? Ja, das dann stimmt. Bringt das was. Nee. Okay. Brauche ich was von dir? Nee, ich kann ja eh nichts kriegen. Ich möchte da jetzt auch nichts abgeben. Das ist natürlich das Problem bei kooperativen Spielen. Die Spieler müssen natürlich kooperativ sein, ne? Das bin ich aber nicht. Die zwei wären jetzt cool. Das wäre schön, wenn ich irgendwie das kriegen könnte, aber. Zeit und Luft. Ja! Nee. Mist. Kriege ich nicht. Dann nehme ich mir jetzt noch eine extra Karte. In der Hoffnung, dass ich Zeit oder dass ich was Cooles bekomme. Wasser, das ist gut. Dann kann ich jetzt nämlich so machen. Nehme mir noch die Erde dazu. Dann kann ich mir das hier nehmen. Und dann habe ich hier die zwei. Mhm. Und dann kann ich jetzt mir hier ein. Du deckst nie Karten auf. Ja. Und dann nehme ich mir jetzt hier dieses schöne rote Dier. Das heißt, ich kann noch eine Karte vom Deck ziehen, ne? Von deinem eigenen Deck, okay, ja. Das mache ich. Warte mal. Ach so, und jetzt. Ah, nee. Nix. Ja, das hat mir nichts gebracht. Und das heißt, ich könnte die Reihe austauschen. Mhm. Mache ich jetzt einfach auch. Ja. Aber es wird nicht besser.
denke ich. Ja, ich bräuchte was mit. Obwohl, könntest du mir... Ich kann dir nichts geben. Ich habe gerade überlegt, aber ich kann leider nicht. Okay. Ich habe keinen. Nee, dann muss ich... Desaster! So. Oh, das ist gut. Zur Abwechslung mal. So, jetzt wäre es natürlich nett, wenn wir irgendwann auch... Entweder also das irgendwann muss man halt dann die Tiere bekommen. Die Tiere. Also ich glaube, das Spiel kann sich schon hinziehen. Was steht denn auf der Verpackung? Ja, 40 bis 80 Minuten. Das ist auch absolut realistisch. Ja, man muss auch, guck mal, jetzt habe ich halt Glück gehabt. Jetzt habe ich hier zufällig zwei von dem gleichen Symbol. Jetzt nehme ich mir, kann ich mir überlegen, vielleicht nehme ich lieber das, weil ich damit tauschen kann, wenn ich das bekomme. Dann habe ich das hier. Jetzt könnte ich dir theoretisch nämlich direkt damit auch eine Karte geben, falls du die gleich brauchst. Warte mal, kann ich mir hier noch eine neue? Ich könnte mir noch das hier nehmen. Ich kann mir gar nichts nehmen. Kannst du vielleicht... Brauchst du was von mir? Brauchst du Luft? Mir bringt das ja alles nichts. Mir fehlt immer eins. Ja, was fehlt dir denn? Nee, mir fehlt... Achso, ich kann mir eins nehmen. Ja, genau. Geil. Aber warte also, mal, noch bin ich dran. Sonne. Noch bin ich dran, weil ich nehme mir dann... Sonne. Dann nehme ich mir nämlich das hier noch. Und was könntest du mir jetzt geben? Ja, jetzt kann ich dir ja nur noch das hier geben. Nee, ich brauche ja jetzt ist zu spät. Element. Jetzt ist es zu spät. Dann muss ich ja eine Desasterkarte nehmen. Ja. Okay. Okay, so, bringt mir das jetzt hier irgendwas? Ich kann nicht. Ich habe hier nur zwei Elemente. Ich habe hier leider auch kein extra Dings mehr, die ich machen kann. Jo, da muss ich das Wasser nehmen und weg damit. Ich nehme mir einen Wassertropfen. Und kann mir dann... Oh, oh. Oh. Ja. Oh. So. Ja? Ich kann dir doch eh nichts geben. Ja, aber achso, wir müssen halt immer drauf achten. Manchmal hat man halt hier diese Symbole, dann kann man das halt, hast du nicht. Okay, schade. Okay, guck mal, das ist zum Beispiel eine richtig gute Karte. Die passt mit allem anderen zusammen und man kann das hier neu austauschen. Mhm. Das ist halt schon ganz gut. Ja, ich kann hier leider jetzt auch nichts. Man kann halt dann auch mal so eine blöde Phase haben irgendwie, weil das Deck füllt sich natürlich auch mit diesen Karten, wenn man nicht mehr tauschen kann. Und mit diesen. Und mit denen. Und wenn man nichts mehr tauschen kann, dann kann man sich auch nicht unterstützen. Und so kriegt man halt immer mehr von denen, weil ich habe jetzt nur einmal Wasser. Bringt mir jetzt gerade nichts. Von dir kann ich auch nichts bekommen. Und jetzt kommen wir nämlich auch dahin. Jetzt muss ich eine Desasterkarte nehmen. Jetzt habe ich drei in meinem Deck. Ja, jetzt bauen wir... Ja. Eine Wüste. Okay. Ja, bei mir ist auch. Kannst du gar nichts machen. Nee. Oh, oh, das ist übrigens auch noch was. Wenn man drei der gleichen Sorte hat, kriegt man, kommt dann auch ein Desaster. Kriegt man die Desaster-Karte oder direkt ein Extinction-Teil? Ja. Nee, eine Desaster-Karte, okay. Ach, geil. Gut, dann war es das auch. Super. Oh. Ich habe hier was. Was hast du denn? Jawohl. Red Fox. Richtig gut. Sehr schön. Und jetzt können wir uns das Grüne direkt nehmen. Was denn? Ach nee, nein. Mir fehlt ja noch ein Tier. Mhm. Aber hast du hier mal hoch und runter geschoben? Weil manchmal, nee, aber du könntest theoretisch noch eine neue Karte nehmen. Das mache ich auch. Aus dem Deck. Ja, Desaster. Warte. Ich kann noch eh nicht. Ja, ja. Ja. Du willst das nicht akzeptieren. Ich habe hier jetzt auch schon wieder nichts. Ja, dafür kann ich das jetzt hier erstmal liegen lassen. Ich nehme mir schon mal eine Desasterkarte, weil ich könnte jetzt theoretisch dir was geben. Das hier. Gut. Ich gebe dir das. Dann können wir hier das benutzen. Ja. Dann gebe ich dir das dann jetzt hier. Dann nehme ich mir eine Robbe. Dann schieben wir das mal hoch. Sehr schön. Eine Robbe. Ah, und jetzt habe ich nämlich den Bären. Siehste, und die Robbe.
Geil. Jawoll. Und jetzt bauen wir die Tundra. Die Tundra. Und jetzt, ich weiß gar nicht, kannst du, glaube ich, hier eins wieder umdrehen? Ich glaube, ich kann das nicht, aber... Dann nehme ich am besten mal den Tauscher. Ja. Cool. Ja, dann warte doch, vielleicht kann ich ja was gebrauchen. Ich habe doch jetzt nichts mehr. Naja doch, du hast doch das Wasser gar nicht benutzt und den Bären auch nicht. Ja. Doch, den Bären habe ich doch gerade benutzt. Hast du? Ja. Mit der Robbe. Ja. Oder? Ja, deswegen, man muss ja das hoch und runterschieben, das macht... Also ich habe nur noch Wasser. Okay. Wasser. Ja, also man muss echt konzentriert sein irgendwie. Zusammen. Also als wir das zum ersten Mal gespielt haben und es auch nicht besonders kooperativ angegangen sind, war es ein bisschen ernüchternd. Aber das, man merkt es jetzt halt, wenn man wirklich kooperativ spielt. Mir macht es jetzt Spaß, muss ich sagen. Ich finde es cool. Ja. Das war beim ersten Spiel nicht so. Das heißt, man muss, genau, man muss wenn echt. Wenn man nicht kooperativ spielt, dann ist es halt super öde und zäh, weil dann kommt man halt auch zu nichts. Das war nämlich das Problem. Ja, ja. Wir kamen überhaupt nicht weiter und es war richtig langweilig, weil wir, und ich bin eh nicht so kooperativ unterwegs. Das stimmt. Nicht kooperativ gespielt haben. Kann ich unterschreiben. ich kann leider nichts machen. Dafür kann ich dir gleich was geben. Ja, ich nehme immer gern. Ich bin nicht kooperativ, aber ich nehme immer gern. Kann ich weg. Kannst du weg. Oh. Immer hoch, das war vielleicht was Wichtiges. Das war eine Desasterkarte. Echt? Ja. Nee, aber den habe ich gerade abgelegt. Kann ich ihn nicht nehmen. So, das ist meine Auslage. Was möchtest du? Möchtest du irgendwas von mir? Ich kann dir sogar zwei Sachen geben. Ich habe leider kein Wasser. Das bringt mir nicht. Nee. Du hast jetzt wirklich nur Luft. Nee. Dann kann ich nichts gebrauchen. Warte mal, jetzt musste ich, glaube ich, auch Desaster nehmen, ne? Weil ich hab nichts gemacht. Nee, du hast nichts gemacht. Ich habe ja gerade nichts machen können. Da muss ich eine Desasterkarte nehmen. Ach, das ist noch deine alte Auslage. Ja, ja, ich habe sie extra liegen lassen. Okay. Aber du kannst auch nichts. Ach, schade, jetzt haben wir das schon mal hier. Mist. Gut. Man muss halt immer ein bisschen den Überblick, wenn man wartet, dann ist halt, kommt man schon mal durcheinander, wer gerade dran ist überhaupt. Geil. Jo, ich mach das. Dann nehme ich mir noch einmal Luft dazu. Und dann kann ich mir die hier nehmen. Und dann kann ich mit den zweien, kann ich hier das hier nehmen. Oder das. Was will ich nehmen? Das haben wir schon, das heißt, ich nehme das. Kannst du mir das geben? Also wieso? Das bringt mir nicht, das ist eine Pflanze, ne? Ja. Ja. Dann nehme ich mir jetzt hier den, das Ding hier. Lege es hier nach unten und jetzt könnte ich theoretisch noch mal eine Karte hier aus meinem Deck ziehen. Wenn ich das wollte, das will ich auch. Nee, bringt mir jetzt, glaube ich, gerade nichts. Willst du die, kann ich dir was geben? Nee. Ja, die da. Nee, aber ich kann sie dir ja gar nicht geben, leider. Ja, wie denn? Ja, ich kann sie nicht. Nee, weil manchmal, man muss immer drauf achten, ja, ne? Ja. Weil hier, ich könnte, glaube ich, jetzt sogar noch die Auslage irgendwie ändern oder so. Ich kann nichts machen. Ja, man muss wirklich schauen, dass man hier alles... Ich muss auch wieder eine Desasterkarte nehmen. Ja, aber warte. Du hast ja das Ding noch, also dann warte. So. Du kannst eine Sonne nehmen und das... Ach ne, das hast du ja sogar. Mhm. Okay. Ja. Du kannst noch eine Karte ziehen. Genau. Will ich das? Bringt dir nichts. Vielleicht habe ich, aber vielleicht habe ich aber was ja, hier. Glaube ich aber nicht. Ich auch nicht. Hattest du rot? Weiß ich nicht. Na los. Okay. Man müsste sich eigentlich noch viel bewusster darüber sein, was man schon hat, weil ich jetzt teilweise gar nicht weiß, was ich hier nehmen soll, weil ich gar nicht genau weiß, welche Farben ich habe. Ja. Ich nehme jetzt einfach mal die. Weil das auch heißt, dass du mir die geben könntest. Genau. Das war mein Gedanke. Ja, wahrscheinlich so. Aber du kannst mir es ja theoretisch eh geben, so. Aber es bringt dir nichts. Doch. Dann bleib mal liegen. Nee, lass es mal. Aber ich kann ja eh hier mir was jetzt nehmen davon, weil ich habe hier zwei Pflanzenkarten. Und nehme jetzt die hier. Nehme mir das Ding hier. Und jetzt kannst du dir schon mal die neuen Karten holen, weil vielleicht brauchst du ja eins von den beiden. Das ist ja noch dein alter Auslage. Ja. Vielleicht brauchst du ja jetzt hier was. Ich kann nämlich was geben.
kannst du was geben. Das wäre richtig cool, weil das sind jetzt schon die Tiere und dann könnte ich. Ich habe so viele Desasterkarten. Oh, das ist ein Tier. Das ist ein Tier. Jawohl, das ist doch super. Ja. Hier. Zack. Aber wie willst du mir das denn geben? Naja, hiermit. Ah, okay. Mhm. Aber ehrlich gesagt, kann ich das geht doch gar nicht. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich dir dann nur die Karte geben kann. Ich glaube, ich kann dann auch die Karte das benutzen in dieser Runde, um dir eine andere Karte zu geben. Ich glaube. Who knows? Jetzt kannst du das dunkelgrüne Ding. Den Salmon? Nee, nee. Das sind schon Tiere. Hier. Ach so. Ah, oh, es geht voran. Ja, dann drehe ich hier nochmal. Ein bisschen schöner machen. Ein bisschen schöner. Und die Wüste? Sieht man noch nicht? Ja, doch, wir haben Platz. Wir haben Platz. Oh. Und du kannst immer nur das umdrehen, ne? Ich kann das irgendwie nie. Okay, dann ich auch mal neu. Das ist doch, das läuft doch. Kann ich dir noch geben. Oh. Ups. Irgendwas mit. Was kannst du mir? Wind. Bringt dir aber nichts. Mm-mm. Oh, dann muss ich eine Desasterkarte nehmen. Ja, die sieht übel aus. Und dann gibt's hier. Ich lasse es aber noch liegen. Vielleicht brauchst du ja hier geil. Mal. Übel. Pflanze. Naja, bringt mir auch nichts. Ich könnte dir was geben. Aber was? Das bringt mir ja nichts. Einen Tropfen habe ich selber. Ich bräuchte andere Sachen. Okay. Dann. Desaster. Ja, so wird es nicht besser. Ne? Oh, wow. Wie viele darf man davon maximal haben, bevor das hier vorbei ist? Okay. Oh. Oh, ein Bär. Mal läuft's. Oh, bei mir läuft's. Ich kann mir wieder was nehmen. Doch. Nee. Warum? Was willst du denn nehmen? Ja. Schade. Das hier. Ja. Nee. Vielleicht kannst du mir einen Dunkelblauen geben oder so. Ja, wenn ich jetzt. Da müsste ich schon richtig Glück haben jetzt. Oh, nee. Ja, ah. Aber ich kenne ihn ja. Das bringt mir nichts. Ich kann dir irgendwas geben, wenn du willst. Also, ich warte mal. Ich eigentlich. Kannst du mir irgendwas geben? Wasser könntest du mir geben? Bringt dir aber nicht. Nee, scheiße. Wie saß da? Das ist richtig. Warte mal kurz. Kurz überlegen. Also von dir, das bringt mir alles nichts. Und jetzt wird's so übel jetzt, ne? Weil jetzt bringen wir immer mehr Desaster. Und dann halt auch so. Das geht jetzt gerade recht schnell. Kann ich die denn benutzen? Ja, wahrscheinlich, oder? Nein, das sind ja nur die. Ach so, die Kaufkosten. Die Kaufkosten. Oh, oh. Moment. Brauchst du was von mir? Moment. Ich kann dir was geben. Moment, wer ist denn dran überhaupt? Du bist dran und ich kann dir was geben, warte. Ich brauche nichts. Ich nehme jetzt den Salmon. Ja. Aber vielleicht kannst du mit dem noch was machen. Weil, ja, hier. Oh. Ich gebe dir den und dann kannst du das blaue Ding nehmen. Mhm. Ach, guck mal, ich gebe dir immer Kram. Aber wie gibst du mir das denn? Na, mit dem Fall. Das rote? Nee, welches? Das dunkle. Ich glaube, ehrlich gesagt, das hätten wir jetzt nicht machen können, weil ich, das war meine neue Auslage. Jetzt bin ich gerade ein bisschen durcheinander, wer dran war. Du hast gesagt, ich wäre dran. Ja, genau, ich glaube, das war meine neue Auslage. Ich glaube, ich muss warten, ob du mir was geben kannst, dann kannst du mir das Ding geben. So, das habe ich gemacht. Okay. Ja, dann. Lass mal rüberwachsen. So. So, schau, jetzt kannst du auch mal was umdrehen von deinem. Aber kannst du mir das überhaupt geben? Nee, kannst du mir ich habe das so gerade umdrehen. Hast du? Okay, das habe ich gesehen. Cool. Dann haben wir jetzt hier. Dann drehe ich jetzt hier auch natürlich das Ding um. Ja, mehr kann ich nicht machen. Brauchst du was von mir vielleicht? Mal schauen. Das Ding kannst du kriegen. Nö. Nee? Das möchte ich nicht. Vielleicht kann ich nichts machen. Nee. Okay. Wieso hat das diese Ecken? So muss das liegen. Hier, da dran, Antje. So. Dann gehen die Dreiecke da auf. Okay. Aber jetzt haben sie meine Karte nicht mehr. Mann, oh Mann. Ja, das Ding brauchen jetzt geht's. Wir jetzt eigentlich. Oh, jawoll. Ja. Guck mal, das könnte ich mir jetzt nehmen, aber das brauchen wir ja eigentlich gar nicht, weil das ist jetzt unnötig. Das stimmt.
Aber was anderes kann ich nicht machen. Ich habe schon was im Blick. Ich kann nichts machen. Soll ich mir die dann lieber kaufen, bevor ich eine Desasterkarte nehme? Was kaufen? Ja, auf jeden Fall. Oder? Obwohl im Endeffekt bringt sie die genauso wenig. Naja, aber zumindest ja, keine. Ja. Dann lasse ich die mal hier unten liegen. Genau. Brauchst du was von mir? Nee, ich nehme die. Nein, brauchst du nicht. Okay. Ach, was mache ich denn? Ich kann dir was dabei. Eh nichts mehr geben. Nee, aber ich kann. Ich könnte mir noch eine nehmen, sehe ich gerade. Ja, jetzt das mal. Genau, kannst du machen. Bringt dir das was? Zeit und. Nee, Wind. Ich habe zwei Sonnen, ich könnte mir die hier nehmen. Boah, jetzt ist mein Deck schon aber. Schon oh, aber. Schon, aber schon. Schon dick. Proper. Ja. Ein properes Deck. Dann nehme ich mir jetzt hier das und dann nehme ich mir natürlich die hier. Und jetzt könnte ich dir was geben, aber ich nehme mir erstmal eine neue Karte. Das ist nicht. So, okay. Gut. Dann schau mal, so brauchst du was von mir? Hier ja, hier. Ja, kannst du haben. Jo. So. Jetzt. Dann nehme ich mir den Buschelefanten. Cool. Sehr schön. Stopp, lass liegen. Hier. Ich kann mir auch was nehmen. Oder? Kann ich mir was nehmen? Denn hier liegt gar nichts aus davon. Ah. Da ist nichts. Das ist ja jetzt blöd. Was ich jetzt mache, was natürlich super ist, ich erneuere jetzt, ich habe hier den Stern, jetzt kann ich diese Reihe erneuern und hoffe, dass dann was mit diesem Symbol hier dabei ist. Jawohl, der Pinguin. Ja, sogar hübsch. Ja, sehr schön. Dann nehme ich mir den Pinguin. Und bin jetzt durch. Und dann kannst du, brauchst du was von mir? Ich sollte meine Auslage liegen lassen. Genau, jetzt bist du durch. Bist du dran? Das könnte ich gebrauchen, weil es ein Tier ist. Rot oder gelb. Oder dunkel. Nein. Aber die beiden haben wir ja eh schon hier. Eigentlich, das mit dem Pinguin bringt jetzt eigentlich gar nicht so viel. Den kann ich mir noch nehmen. Du brauchst nichts. Wir hatten gerade einen kurzen Kameraausfall, bei dem wir auch drüber geredet haben, dass wir eigentlich gar nicht so lange spielen wollten. Also es hat uns jetzt echt Spaß gemacht. Wir lassen es jetzt aber damit gut sein. Das Prinzip sollte ja deutlich geworden sein, wie das Spiel funktioniert, um was es hier geht. Ja, und was man für Möglichkeiten hat. Wie hat dir das Spiel denn gefallen? Ja, wie gesagt, also am Anfang haben wir das Prinzip des Tauschens noch nicht so richtig irgendwie integriert in unser Spiel. Und deshalb war es echt ein bisschen lahm und zäh, weil wir halt irgendwie ja nicht vorangekommen sind. Wir hatten irgendwie hier unsere Dinger im Deck und mussten halt immer schauen, ob wir jetzt zwei haben, die passen, aber das hatte man eh nicht zufällig gleichzeitig, weil das Deck ist dann ja so dick und dann irgendwie, ja, wir sind halt nicht vorangekommen. Aber jetzt, wo wir es halt nochmal vernünftig gespielt haben, finde ich, war es wirklich cool. Also, dass man halt wirklich versucht, den Überblick zu behalten und halt wirklich schaut, ja, also interagiert und guckt, was kann man gebrauchen, dann ist es halt schon schön, wenn dann so Synergien entstehen, dass man dann merkt, ah, das kann ich machen, damit kann ich dann das machen und so, das ist schon... Ja, schon cool, finde ich. Also mir hat es jetzt auch Spaß gemacht. Wir sind allerdings darin übereingekommen, dass das Einzige, was so ein bisschen unübersichtlich ist, ist, dass wir dadurch, dass wir die Decks oder die offenen Karten liegen lassen, um zu gucken, ob wir noch was tauschen können, verliert man irgendwie den Überblick, wer war denn jetzt eigentlich dran und wann muss ich mein Deck jetzt wegräumen, habe ich das schon benutzt? So, das ist ein bisschen unübersichtlich zwischendurch. Aber das Gefühl habe ich öfter mal bei Spielen. Also ja, ich weiß auch nicht, ob man das jetzt irgendwie noch problemlos lösen kann. Aber ich könnte mir vorstellen, ich weiß nicht, wie das Spiel jetzt zu dritt wäre. Wir haben es ja gestern zu dritt gespielt, da waren wir aber noch nicht so kooperativ. Ich glaube, wenn man mit einer dritten oder vierten Person auch noch tauschen will, weiß ich nicht,
Also es wird dann sicher noch anspruchsvoller, man muss aber auch noch konzentrierter sein. Ich weiß nicht, ob mich das glücklich machen würde. Aber müsste man halt einfach mal Ja. ausprobieren. Also das kann man jetzt so nicht sagen, aber es, vielleicht entwickelt man ja auch noch Man hat Taktiken halt so, mehr dass man Möglichkeiten. das. Ich könnte mir vorstellen, dass man schneller zum Ende kommt mit mehreren Personen, weil man hat ja ein höheres Man Angebot kann dann halt auch. mehr tauschen, Ja. ja eben. Und ja, vielleicht entwickelt man ja auch irgendwann so ein bisschen so eine Taktik, dass man das ein bisschen, dass man den Überblick ein bisschen besser behalten kann, wer gerade dran ist und wer nicht, aber Schauen wir mal. ja. Ja, so viel zur Ecosphäre. Guckt euch auf jeden Fall mal die Kickstarter-Seite an, falls euch gefallen hat. Und ja, ansonsten bis zum nächsten Video, bis zum nächsten Kickstarter. Danke fürs Zuschauen und macht's gut. Bis zum nächsten Mal.